Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch zu der 60 Stamina Version vom Jutendorf Flamingo. Ja, zu der 60 Stamina Version, sie ist natürlich schwieriger als die normalen Raid Bosse oder die normalen 40 Stamina Version. Wenn man aber ja, die passenden Charaktere gut gelevelt hat und weiß, was man beachten muss, ist ja eigentlich dennoch ganz easy, muss ich dazu sagen. Und ja, ich mache das alles mit einem Doppel-Monster-Chopper-Team. Geht auch richtig, also meiner Meinung nach am besten mit einem Doppel-Blackbeard-Team. Aber da fehlen mir wohl oder übel noch die passenden Charaktere, damit ich das einwandfrei beenden kann. Deswegen mache ich es einfach mit einem Doppel-Monster-Chopper-Team. Da geht es nämlich auch easy-going, sage ich dazu. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob ich eventuell die passenden Orbs irgendwie kriege. Ich habe jetzt nichts irgendwie Passendes gekriegt, was mir jetzt noch helfen konnte, auf Orb Reduction auf 2 zu kommen. Da hatte ich es jetzt eigentlich drauf abgesehen. Aber naja, wir haben immerhin die Stufe 1 und machen einfach das Beste draus und hoffen natürlich, dass wir möglichst viele Orbs bekommen. Und ja, zum Monster Chopper oder zum Monster Chopper Team. Ich habe Doppel Monster Chopper habe ich drin, ich habe Blackbeard drin, ich habe Josu drin, Along und Golden Pound. Ja, in der ersten Runde versuche ich, ja, oder prinzipiell, ich versuche jetzt zu stallen, bis zum geht nicht mehr. Da versuche ich natürlich, ja, so wenig Damage wie möglich zu bekommen. Und ja, auf jeden Fall alles töten, was uns hätte angreifen können, da können wir nichts verkehrt machen. Zu den bestimmten Charakteren, also ich empfehle euch auf jeden Fall Monster Chopper Max zu haben oder mindestens auf Level 90 zu haben. Im Special Level her gesehen, kommt euch auf jeden Fall zugute, wenn ihr ja Monster Chopper und euren Friend Monster Chopper möglichst hoch im Special Level habt, weil damit könnt ihr am Ende nochmal ja, ein bisschen Damage mehr raushauen, um ja auf Nummer sicher zu gehen, sage ich jetzt mal. Blackbeard habe ich mit drin, der macht guten Damage, sage ich mal, und HP hat er auch viele. Leider ist meiner in den derzeitigen Stand noch nicht allzu hoch im Special Level. Ansonsten hätte man ja damit auch noch ein paar ja, Damage oder besser gesagt ein bisschen mehr Damage machen können. Mit seiner Special hergesehen, Along habe ich drin, ja, weil er einfach draufhauen kann. Der hat ist einer mit der den meisten Damage sozusagen im Spiel derzeit macht. Und ja, kommt den auf jeden Fall ganz gelegen. Josu habe ich mit drin, es ist klar, um dann sozusagen einen Angriff von den zwei Doflamingos zu blocken, ohne Damage zu bekommen. Da empfehle ich euch, falls ihr jetzt Josu nicht habt oder so, könnt ihr da noch Alvida mit reinnehmen, und falls ihr Alvida nicht haben solltet, geht Perona eigentlich auch noch ganz easy, aber ich habe halt den guten Josu und deswegen geht das alles easy going bei mir. Zu Josu muss ich noch dazu sagen, wenn ihr Golden Pound mit im Team habt, braucht ihr Josu auch nicht im Special Level irgendwie Max haben oder so, weil ihr mehr als genug Runden jetzt gleich Zeit habt, ja, sag ich mal, den Special noch ready zu bekommen. Und zwar, ihr habt es jetzt gesehen, ich tue jetzt in der vorletzten Stage, tue ich jetzt Golden Pound aktivieren, muss aber dazu sagen, ganz ehrlich, ihr müsst Golden Pound im Special Level gemaxt haben, ansonsten klappt das nicht. Und zwar, ich habe jetzt Golden Pound aktiviert, habe jetzt noch genug Rundenzeit, ich sag jetzt mal zu stallen, um den jetzt möglichst wieder ready zu bekommen. Und mit den Runden, die ich dann sozusagen mir noch bei Doflamingo verschaffe, durch Josu und so, bekomme ich Golden Pound, da ja bei mir halt schon gemaxt ist. Ja, dann nochmal ready und kann ihn sozusagen bei Doflamingo nochmal einsetzen. Und ja, letztendlich in der letzten Stage oder in der vorletzten Stage habe ich jetzt versucht, so viele Orbs wie möglich zu bekommen. Ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Ich habe auf allen roten Units die passenden Orbs und kann dadurch ja, gleich ordentlich in den Bossfight starten, sage ich mal.
So, Doflamingo tut natürlich jetzt euer Leben cutten. Ich glaube, die Hälfte oder so insgesamt zieht er euch ab. Also, da könnt ihr 100.000 haben, habt ihr dann nur noch 50.000. Also, ist das eigentlich egal. Und jetzt muss ich lediglich so viel Damage wie möglich raushauen. Geht natürlich easy going, weil meine Charaktere halt in dem Sinne auch schon gut gelevelt sind. Also, wie gesagt, eure Charaktere, ich empfehle euch auf jeden Fall die Charaktere 90 plus. Also wenn sie drunter sind, ich sag mal vielleicht 85 oder so, müsste noch gehen, aber drunter würde ich es euch dann schon nicht mehr raten. Da würde ich sagen, da wird das dann am Ende schon mit dem Damage her und so und mit dem HP her zu knapp, ganz ehrlich. Also letztendlich ist es eigentlich easy going, sag ich mal. Es kommt einfach drauf an, ihr müsst Golden Pound, wenn ihr Golden Pound im Special Level Max habt, wenn ihr natürlich dazu noch Josu habt, ist der Run eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr einfach. Wie gesagt, es kommt halt lediglich dann noch drauf an, wie hoch eure Charaktere sind. Und ja, jetzt habt ihr gesehen, jetzt habe ich Golden Pound ready gehabt, genau passend sozusagen. Und ja, jetzt kann ich nochmal ohne Probleme, ich versuche jetzt. Schade, hat leider nicht geklappt. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mit den Orbs den zweiten Dorf hier anzugreifen und sozusagen mit den normalen. Perfekt, hat sehr, sehr gut geklappt. Und dann so möglichst viel Damage rauszuführen, das geht nicht mehr. Gut, ein Drittel ist schon weg. Ein Orb haben wir auf Blackbeard. Perfekto Mundo und die zwei Monster Choppers haben wir auch noch ready. Ja, ich denke mal, die Fähigkeiten werde ich jetzt gleich noch aktivieren. Bei Monster Chopper, bei den Fähigkeiten, gibt es natürlich so einen kleinen Random Damage, muss ich dazu sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der insgesamt gehen kann. Ich glaube, das Höchste, was er machen kann, sind 300 oder 350.000. Und ich glaube, manchmal auch nur 50.000 oder so. Also, hier waren sogar 360.000. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut für mich gelaufen. Falls es nicht allzu viel Damage macht, die Fähigkeit vom Monster Chopper. Kleiner Tipp, habe ich beim Chromosh-Video gesehen, damals, ja, einfach die App schließen, neu starten, bevor ihr angegriffen habt, merke, so muss ich dazu sagen, weil dann könnt ihr die Fähigkeiten vom Monster Chopper nochmal einsetzen und ja, versuchen nochmal mehr Damage rauszuholen. Ansonsten ist eigentlich alles gesagt, ihr habt es gesehen, es geht eigentlich easy going. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben. Und ja, da bleibt eigentlich jetzt nur noch zu sagen, da wünsche ich euch morgen viel Spaß beim Doflamingo Farm und sage, schaut so rein und du liebes zum nächsten Mal.